Hallo Markus! Kommen Sie rein! So soll unsere Sendung heißen, ja. Hallo Markus! Hallo. Jetzt reißen wir die Tür Hallo. Ein. Hallo! Hi! Hallo Anna! Herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid. Sehr Sucht schön. Eure Plätze. Schön, schön hier trinken? Zu sein. Möchtet Dankeschön. Ihr Wasser? Möchtet ihr ein Bier? Ja, sehr gerne. Was Bier? Möchtest du? Pale Ale, Pilz oder Red Lager? Was schmeckt besser? Ich mag Pilz, aber Red Lager mag Pilz ich auch. Pilz ist das, ja? Das ist Pilz, genau. Und vor dir, dieser Vogel, ist der Flaschenöffner. Zum Wohle. Zum Wohle? Ja, cheers. Und das ist wahrscheinlich mein Glas, oder? Ja. 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 Vielen Dank für die Einladung. Ich danke für euer Kommen. Schön, dass es so schnell geklappt hat. Corona, die Kunst liegt am Boden. Keiner macht Theater, sind zu. Wie kommt man auf die verrückte Idee, ausgerechnet in der Zeit eine Band zu gründen? Zu Wladimir passt, aber ihr müsst ja auch irgendwie daran passen. Wie kommt ich glaube, wir alle wollten diese Zeit, diese trostlose Zeit überbrücken mit neuen kreativen Projekten und Ideen. Eigentlich kam die ursprüngliche Idee für die Band von Juri. Wir haben 1999, haben wir gerade festgestellt, angefangen aufzulegen, zusammen, Wladimir und ich. Und bis 2014 ging das, es war eine ziemlich lange Party und genau, und dann, aber wir haben in dieser Zeit erstaunlicherweise nie Musik miteinander gemacht, wir haben Musik der anderen aufgelegt. Yeah. Ich habe eine Band, die heißt Rotfront, genau. Wo Katja Tasche war mit genau, sie. Ihr beide seid. Genau, yeah. Und wir haben uns auch, glaube ich, kurz vorm Lockdown mit Anne kennengelernt und dann entschlossen, irgendwas zusammen zu machen. Und wir wussten nicht, was. Genau, und dann dachte ich, okay, Wladimir, bei Wladimir sind alle Lesungen abgesagt, bei uns auch natürlich alle Konzerte. Yeah. Lass uns was zusammen machen, lass uns Anne anrufen. Katja hatte damals, du hattest schon damals Corona. Genau, vor einem als Jahr. Als Erste. Ja. Genau. Ich war die Erste. Du warst eine der Ersten in Berlin. Tatsächlich, ja. Aber du hast es gut. Ja, es war okay. Es war jetzt nicht so schlimm, aber es war trotzdem nicht besonders. Damals wusste man ja auch gar nicht, was man zu erwarten hat. Genau, genau. Und wenn man dann alleine in Quarantäne ist und Geburtstag in der Quarantäne. Genau, ich hatte auch Geburtstag in der Quarantäne und ja, aber habe viele Anrufe gekriegt und es war schön eigentlich. Aber beim Gesangsunterricht hast du diese Corona bekommen. Ja? Das weiß ich nicht, das ist möglich. Also angeblich hat die Lehrerin was vorgesungen und am nächsten Tag waren alle krank. Nee, das war doch nicht die Lehrerin. Das ist eine schöne Legende. Das ist eine schöne Legende. Nee, das kann man so nicht sagen. Man weiß wirklich nicht, woher es kommt, aber es schwebt irgendwie im Raum sozusagen. In diesem Raum nicht. In diesem Raum nicht, nein. Wir haben sogar eine Filteranlage laufen. Also sehr gut. Alles vorgerüstet. Aber trotzdem, wir waren ja im Lockdown. Ich glaube, ihr habt im März gleich gestartet, mehr oder weniger, ne? Ja. Und Ende die März. Geschichte ist, glaube ich, wie ihr das produziert habt, ist also ohne euch zu sehen. Ja. Wir haben uns tatsächlich nach 10 Monate später kennengelernt. Ja. Ja. Nachdem wir also zusammen schon 10 Songs aufgenommen und erst dann kamen wir alle zusammen bei einem Videodreh, wo es endlich, wo man es endlich durfte, so draußen. Genau, Ende August war das. Ja, aber Monate später, das war schon beim vorletzten Song. Beim Song Nummer 11. Ja, wirklich. Das erste Mal. Das war echt krass. Ja. Das war schockierend. Okay. Ja. Und Juri hat mir mal erzählt, wenn ich das noch richtig, dass ihr einen festen Rhythmus hattet, was ihr besungen habt und wie ihr gearbeitet habt, also wie ihr aus der Distanz raus... Wir waren sehr produktiv, es war sehr schön irgendwie, also Anfang der Woche hattest du schon den Text, du hast das Lied nur gemacht. Nur weil Juri hatte diesen Rhythmus. Juri hat immer den Rhythmus vorgegeben, sagt... Aber jetzt ist die Zeit, ein neues Lied zu schreiben. Yeah. Montag. Das, ja, es ist Montag. Freitag war Release. Wir hatten gar keine Chance. Wir hatten einmal die Woche ein Release. Okay. Ob wir wollten oder
Okay. Dann nimmt jede ja, genau Woche? Sowas. Nee, nicht jede ja, doch. Und jede Woche. Wir haben das ziemlich lange durchgezogen, so jede, mit wöchentlichen Rhythmus. Hm. Jede Woche neues Lied und Video. Okay. Ja, und Video. Man kann heute sagen, wir haben uns so beeilt, weil wir dachten, bald ist Corona zu Ende. Genau. Und wir haben noch nicht die Platte fertig. Das ja, heute kann man darüber nur lachen. Das werden 10 Platten, Markus. Mindestens. Ich kriege nie eine Platte voll. Jetzt kriegt ihr sogar 2 CDs voll. Oder 2. Genau. Möglich. Aber ich muss mir jetzt vorstellen, ihr habt gemeinsam abgestimmt, worüber ihr singen wollt. Also was der Text beinhaltet? Oder das war Wladimir. Wladimir hat die ja, das war diese neue Sprache, die mich so beeindruckte. Ja. Mit Corona kam diese neue Sprache mit 1000 neuen Begriffen. Ja. Und plötzlich haben Menschen... nicht nur Politiker, sondern auch meine Nachbarn, anders gesprochen. Und darf ich mein Geheimnis verraten oder nicht? Welches davon? Niemals. Wie leicht es war zu dichten. Ach so, gut. Ja. Also ich habe diese wunderbare Seite entdeckt, reimmaschine.de. Ja. Es ist unglaublich leicht. Gedichte zu schreiben, was für eine Erzählung, quäle ich mich Wochen, manchmal monatelang. Yeah. Bin unsicher wegen jedem Wort und jedem Satz. Ich habe mich immer gefragt früher, diese Songschreiber, wie kriegen es diese Menschen hin, so diese beknackte Texte zu schreiben, ohne rot zu werden. Yeah. Und jetzt weiß ich das, wie das funktioniert. Alles du nimmst Website. Nur Google, nichts mehr. Ja. Nein, also du hast natürlich schon, du hast ein Thema, dazu brauchst du einen Begriff aus diesem Corona-Wörterbuch. Ja. Das schmeißt du in Reimmaschine und du hast das Lied. Schreibst du so in Zukunft auch deine Bücher? Ich weiß, als wir uns letztes Mal unterhalten haben. Nee, mit Literatur geht das nicht. Ja, so. Das ist nur, Lyrik. Ja. Weil Lyrik, diese Songs, sie leben nicht von euren wunderbaren Stimmen allein oder von deiner tollen Musik oder von diesen Texten schon gar nicht. Aber von dem lyrischen Geist. Ja. Von diesem wunderbaren Zeitgeist, den wir verkörpern. Ja. Nein. Also die Maschine, eigentlich, wenn ich ehrlich sein darf, ist die Maschine auch schnell enttäuschend. Ja. Inzwischen habe ich schon mehr Reime drauf als die Maschine. Nee, wirklich. Das ist nicht überraschend. Ja, also die ist ein bisschen schräg, die Maschine. Wunderbar. Aber ich kann nicht mehr aufhören, das stimmt schon. Ich reime immer weiter. Ja, ich habe mein persönliches Lieblingslied, das habe ich, glaube ich, 4 Tage, aber das jetzt noch nicht. Ihr habt gehört, ihr habt es auch mitgebracht, aber ihr habt uns auch Musik mitgebracht. Und ihr habt was, Live-Musik. Die Songtexte, Live-Musik. Ja. Und wir singen ein paar Songs. Ja, genau. Ist das unser erstes Auftritt in diesem Jahr? Möglicherweise. Das Witzige ist ja, wenn man euch sich, man kann ja fast sehen, wie ihr gearbeitet habt, wenn man eure YouTube-Videos anguckt. Mhm. Also es ist ja jeder in seiner Wohnung, in seiner Küche, auf dem Klo. Hat Balkon. Weil hat ja ganz wenig Platz in der Wohnung. Genau. Womit startet ihr? Wir wollen... Ich weiß, dein Lieblingslied, hast du mal gesagt, ist dieses, das wir zum Ende des Jahres gemacht haben, unter dem Tannenbaum. Aber wir wollten heute, da wir ja nur eine Gitarre heute zur Verfügung haben, keine große musikalische Aufwand hier betreiben konnten, haben wir uns für lyrische Kompositionen entschieden. Und wir wollen beginnen mit einem philosophischen Song. Dünnes Eis. Wir bewegen uns alle auf sehr dünnem Eis. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Und das ist so eine nächtliche Rhapsode. Oh, schön. Selbstgedrehte Zigaretten, Fischkonserven in der Nacht, aus Maden werden fliegen, noch bevor es richtig kracht. Heiz schmilzt weiter an den Polen, obwohl wir es nicht wissen wollen. Frau Thunberg geht zur Schule, muss das Jahr nachholen. Dünnes, dünnes, dünnes Eis, dünnes Eis, dünnes Eis. Du bist ein reines Paradise, reines Paradise. Dünnes, dünnes, dünnes Eis, dünnes Eis, dünnes Eis. Selbstgedrehte Zigaretten, Fischkonserven in der Nacht,
Gott verlasse den Planeten, noch bevor es richtig kracht. Jetzt bestellen und abholen, ganze Welt zum halben Preis. Liebe Gott und liebe Teufel, machen uns die Hölle heiß. Everybody. Dünes, Dünes, Dünes Haus, du bist ein reines Paradise. Dünes, Dünes, Dünes Haus, für den, der gut zu tanzen weiß. Es wird kein Ende geben, wir werden ewig leben. Wir werden immer leiden auf Wiesen und Weiden, auf Wiesen und Weiden werden wir immer leiden. Wir werden ewig leben, es wird kein Ende geben. Du bist Super, toll. Klasse. Schön. Wann kommt die CD? Am 19. habe ich, glaube ich. 30. Ja. April. 30. April. Ja. 30. April. Ja. 19. war dein Buch. Ja. Dein Buch kam am 19. Mein neues Corona-Buch. Ja, erscheint am 19. April. Komme ich durcheinander, ihr macht so viel. Ja, ja. Nee, das Buch heißt, sorry, wenn ich das sagen darf, darf ich? Nein. Dann sage ich es nicht. Doch, come on, do it. Ein verlorener Sommer, Deutschland raucht auf dem Balkon. In diesem Buch geht es unter anderem auch darum, wie wir die Musik gemacht haben, ja, übrigens. Ja. Da sind schön auch ein paar Lieder, wo ich meinem Sohn, mein Sohn hatte ein Date zu, ja, Corona-Zeiten und er wusste nicht, wo er seine Liebe treffen konnte. Seine Liebe treffen wollte. Dann habe ich extra ein Lied geschrieben, Verlasse nicht den Raum. Ich habe ihm versucht, mit diesem Lied zu erklären, was man so alles in der Wohnung machen kann. Ja. Und ich glaube, das Cover auf dem Buch ist auf demselben Balkon wie deine Mutter auf eurer CD. Ist das so? Junge, ja, das ist, also unsere CD heißt... wie heißt unsere CD? Bleib zu Hause, Mama. Bleib zu Hause, Mama. Wie heißt unsere Band nochmal? Wo sind wir überhaupt? Unsere Band heißt Kaminer und die Antikörpers. Ja. Mit S? Mit S, ja. Das ist dazu gekommen. Und auf dem Cover, wir haben sehr schnell ein Label gefunden, ja, der uns wollte. Und das ist unser alter Freund, ja, Trikont, ja, bei dem wir schon sehr lange nichts gemacht haben. Wir haben die ersten Russen-Disco-Hits bei Trikont veröffentlicht, ja, Anfang 0 Jahre, ja, ja. Und jetzt eine solche wunderbare Begegnung aufs Neue. Sie waren überzeugt von. Sie haben zuerst gefragt, ob wir zufälligerweise nicht Querdenker wären. Ja. Weil sie da wohl irgendwelche Erfahrungen haben. Also, ja. Es gibt ja sehr viele, ja, Sängerinnen und Sänger, die in dieser Szene unterwegs sind. Ja. Fast alle paar Wochen entpuppt sich ein deutscher Star. Eric Clapton hat auch irgendwie so einen Anti-Mask-Song, ja, gemacht. Wirklich? Ja. Oh. Mit Van Morrison. Na, jetzt hat vor kurzem hat Nena ihre ganzen Luftballons nach Kassel geschickt. Ja. Ja, das ist schon PR, oder? Und Juri macht Beratung, ja, für andere junge Kollektive, wie sie manchmal, über, ja. Darf, ja, ich das erzählen? Über Corona schreiben. Ohne Namen. Ohne Namen, natürlich. Es hat ein Kollege aus Österreich angerufen und sagt, ja, ich habe die Nase voll, ich möchte eine Corona-Platte machen. Wie findest du diesen Song? Und da waren solche Sätze wie, wirf deine Maske weg und so. Da hat Juri gesagt, ja, pass auf, Junge, es ist im Groben und Ganzen schon nachvollziehbar, was du mir sagen willst, ja, aber... Ja. Ich glaube nicht, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Ich habe so ein Gefühl, es könnte vielleicht der falsche Moment sein.
Du kannst es auch gut machen. Nächstes Mal machen wir zusammen. Ja. Was denn? Die Beratung. Ach so, die Beratung. Ah ja, sehr diplomatisch. Ja. Verliert ihr viele so Freunde in eurem Bekanntenkreis? So an, ich habe so teilweise einen gespaltet auch so ein bisschen. Ne? Also durch diese lange, lange Belastung, gerade im Kunstsegment. Ich meine, das macht ja schon was mit einem. Ne? Das ist ja... Auf jeden Fall, Leute sind müde. Ja. Mittlerweile, ja. Aber also... Ihr scheint ja noch unheimlich viel Power zu haben. So, ne? Also ich habe nicht das Gefühl, ich treffe auf vier Leute, die am Boden liegen und nicht mehr noch wissen. Noch nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Bei euch, Anja, habe ich verstanden, ihr probt und probt und probt weiter. Ich habe am 1. Januar eine Online-Jazz-Sendung gestartet. Hm. Okay. Also die hauen wir monatlich jetzt raus, ja, und drehen immer. Also unter anderem total nett, dass sich manche bereit erklärt haben, uns da einfach irgendwie Raum zur Verfügung zu stellen. Und mit wem machst du das zusammen? Ich mache das im ganz kleinen Team. Ich mache das mit einem Pianisten, ganz tollen Kollegen, Kenneth Berkel, und einem ganz kleinen Team, also Kamera und Ton, und alle machen alles. Und wir sind so auf Minimum reduziert, damit wir nicht aus irgendwelchen Regeln rausfallen. Ja. Und also wir sind hyperproduktiv. Ja. Wunderbar. Am 10. April ist Adrin Madani. Ah, ja. Den kennt ihr euch bestimmt auch. Die Jazz-Szene ist so klein irgendwie. Die ist relativ klein. Ja. Genau. Family. Was habt ihr als nächstes vor? Jetzt kommt die Platte raus, jetzt Corona ist immer noch da. Macht ihr gleich weiter? Also sagt ihr, das irgendwas müssen wir machen? Oder habt ihr neue Ideen? Oder? Ich habe Bock auf die neue Platte. Jetzt sind wir mit der ersten durch. Naja. Ich spiele noch mit dem Gedanken, vielleicht wird Deutschland 2.0. Noch gesund. Dieses Jahr, meinst du nicht? Ja. Ich hoffe es. Mal sehen, wie es weitergeht. Also, man glaubt es ja. Moment, machen wir nur Musik, wenn... also ich habe das nicht so ganz... Was nicht in Ordnung ist, jetzt Musik aus dem Krankenbett. Nein, aber ich dachte... Nee, dann können wir vielleicht tatsächlich... Ein paar gesunden Songs, so wirf die Maske weg und so. Die Probleme werden ja nicht kleiner. Also ich glaube, dass diese Zeit nach der Pandemie wird noch spannender sein, als die jetzige. Ja. Wir haben schon eine... Was erwartest du, was danach, was das für ein Land ist? In die leeren Innenstädte. Meinst du? Vielleicht kommen die Hausbesetzer wieder. Kann sehr gut sein. Der Leerstand in Berlin in ganz Deutschland ist enorm. Ja. Irgendwer wird dann sauer werden und die Häuser besetzen. Und die Bundesregierung macht endlich etwas Vernünftiges und sagt, ein Jahr lang muss niemand Miete zahlen. Ja, das wird die Kreativität in der Gesellschaft enorm steigern. Ja. Schön wär's. Aber als privater Hausbesitzer ist das dann, der seine Raten an die Bank überweisen muss, ist das ja irgendwie, da würde ich sagen, ist ein blöder Plan. Na, die Bank muss man dann auch nicht. Also die müssen auch nicht zahlen. Okay. Ja. Die Bank zahlt auch keine Miete. Thema ist das ein faires Deal? Das ist ein fairer Deal. Nee, die Bank soll zahlen. Wladimir für Präsident. Man braucht nur die richtigen Konzepte. Das ist, manchmal liegt die Lösung auf der Hand. Ja, über dieses Jahr haben wir noch nie geschrieben. Wir haben aber über voriges Jahr haben wir am Ende des Jahres das Lied gemacht, das du erwähnt hast für das wunderbare Jahr. Ein kleiner Pieks. Mhm. Habt ihr Impfen? Ich wollte gerade sagen Impfen, aber Impfen habt ihr ja auch schon mitverarbeitet. Aber keinen Impfstoff habt ihr noch nicht verarbeitet. Stimmt, es gibt, also ich merke auch die ganze Zeit, es gibt neue Themen, die irgendwie... Ja. Ganz harmonisch mit alten funktionieren können. Also noch nicht abgearbeitet. Oh Gott. Also das mit der Ich kann mir gut vorstellen, über Sputnik einen Song zu schreiben. Ja. Es reimt sich schwer, aber es machbar. Stimmt. Was reimt sich denn mit Sputnik? Na, sage ich dir später. Ah, okay. Jetzt erst in die Plattform gucken. Oh, oh. Ein wunderbares Jahr. Sich mit AstraZeneca. Ein wunderbares Jahr. Oh ja. Oh oh. Es war ein richtig gutes Jahr. Oh ja. Richtig fett und wunderbar. Keiner hat uns kennengelernt. Wir waren voneinander entfernt. Saubere Hände, stille Nacht. Mediziner an der Macht. Dieses Jahr ist nun vorbei. Schluss mit ganzer Schweinerei.
depressiv und unter Druck marschieren wir zum Spalter Glück. Ein Stückchen Druck vorbei. Endlich sind wir wieder frei. Es war ein wunderbares Jahr. Groß und artig, wunderbar. Dispo minus auf der Bank. 40 Stunden Cyberpunk. Weihnachtsmann blieb in dem Wald. War von fremdem Haushalt. Dieses Jahr ist nun vorbei. Schluss mit ganzer Schweinerei. Depressiv und unter Druck marschieren wir zum Feizerglück. Einmal steht den Spuk vorbei. Endlich sind wir wieder frei. Es war ein richtig geiles Jahr. Richtig fruchtig, wunderbar. In den Staaten Happy End. Trump nie wieder Präsident. Jeder Deutsche ist ein Held. Oh yes. Solange er nicht querdenkt. One, two, three, four. Dieses Jahr ist nun vorbei. Schluss mit ganzer Schweinerei. Depressiv und unter Druck marschieren wir zum Pfizer-Glück. Einmal stech im Spuk vorbei. Endlich sind wir wieder frei. Dieses Jahr ist nun vorbei. Schluss mit ganzer Schweinerei. Depressiv und unter Druck marschieren wir zum Pfizer-Glück. Einmal stech im Spuk vorbei. Ja. Habt ihr was geplant? Setzt ihr darauf, dass Bühnen wieder offen sind, dass ihr auch mal auftreten könnt? Ich weiß, ihr habt ja seit zweimal, ich glaube einmal in Rostock. Wir hatten und zwei Auftritte letztes Jahr. In Wiesbaden. Das war der Wahnsinn. Das war so schön. Ich wollte gar nicht gehen. Ja. Ich glaube, wir haben da etliche Menschen geheilt mit unserer Musik. Ja. Ja. Ja, es waren einige Kranken und die sind dann... Und wir haben sie geheilt. Ja, so dann eine Frau mit Rollstuhl und danach konnte sie bloß wieder laufen. Ja. Das ist mir in Erinnerung geblieben. So in dieser Das ist schön, sehr interessant. Wirklich, schön. Sie hat aufgestanden und hat laut geschimpft und dann... Laut geschimpft. Schlechte Musik. Ja. Waren wir beim selben Auftritt, seid ihr sicher? Was haben wir denn gemacht? Wir haben beide Du hast nicht aus dieser Flasche getrunken. Ich hatte nicht das tolle Zeug, was ihr... Ich habe einfach nur gesungen. Also wir planen schon ein Konzert jetzt in Berlin. Ja. Groß, jetzt Kulturbrauerei. Ja, Kulturbrauerei. So. Übrigens, du müsstest mir noch die Termine schicken. Ich glaube, Kesselhaus. Kesselhaus, die Information rotiert immer sozusagen nach und nach. Das ist, Aber ich kann mir vorstellen, wir können auch bei dir hier. Das ist doch eine sehr nette Ecke. Organisiere ich gerne. Dann müssen wir den Platz nur vergrößern hier wahrscheinlich ein bisschen. Oder die Fenster aufmachen. Genau. Wir spielen für Alexanderplatz. Ja, wir können die Stadt bestimmen. Wohnraum. Können wir locker führen jetzt mit Social Distance. Ja. Aber wenn wir diesen ganzen Mist hoffentlich ja bald irgendwie mal hinter uns haben, dann fängt ja auch euer voriges Leben auch wieder an. Ne? Also eure oder Sachen, die ihr vorher rot vor. Ne? Das ist ja ihr. Das wollen wir hoffen. Ne? Ja. Naja, aber nichts wird so sein wie früher. Also es wird schon eine Art neues Leben sein, wie du gerade meintest. Ja. Aber hoffentlich können wir dann wieder live auftreten. Habt ihr Angst davor, dass selbst wenn man jetzt irgendwie durch ist und alles wird aufgehoben und man kann wieder, und dass die Leute auch Angst haben, dass sie sich so gewöhnt haben in 14, 15, 16 Monaten, keine Ahnung, dass sie nicht mehr die Seele
so füllen, so stimmungsvoll, so eng? Ist das manchmal eine Angst, die ihr habt, oder teilt ihr die gar nicht? Also wenn ich mich mit Kulturleuten unterhalte, haben viele diese, selbst wenn es morgen vorbei wäre. Echt? Ja. Ich glaube ganz ehrlich, Menschen sind hungrig nach Kultur, ja, und ihre Seele braucht das. Ich glaube schon, dass sie sich sehr freuen werden, irgendwie entweder ein Live-Konzert zu erleben oder ins Theater zu gehen oder was auch immer sich da anbietet. Vielleicht werden sie am Anfang eher scheu, weil wir natürlich ein bisschen asozial geworden sind, ja, durch diese soziale Distanz. Aber ich denke schon, dass sich Leute sehr freuen werden. Es wird nur vielleicht ganz langsam anfangen. Wir werden nicht gleich so Türen auf, so nicht Wohlheide 20.000... Ja. Katja hat schon eine Vision. Das geht gar nicht. Ich habe schon eine Vision. Nee, nee, die Wohlheide machen wir dann in 6 Monaten. Oder 6 Monaten nach der Eröffnung. Aber worüber wir dann unsere Songs schreiben, das ist die große Frage. Ach, dann, es gibt Bands, die jahrelang die gleichen Songs schreiben. Also, über die neuen Lebensformen, Anja. Das, ja, aus den sozialen Umfragen habe ich jetzt gelesen, wie sich die Menschen jetzt nach Corona benehmen würden. Würden sie noch jemandem die Hand geben? Also, nein, werde ich nicht. Werden sie Bier vom Fass trinken, um Gottes Willen. So, darum, oh je. Ich hab schon das Lied jetzt. Ich gebe niemandem mehr die Hand. Ich gebe niemandem die Hand. Ich gebe niemandem mehr die Hand. Die Hand. Zu das viele Viren. Oh, und das Bier vom Fass. Ja, ja, ja. Das ist so. Werde ich nicht mehr trinken. Das wird der neue Mensch. Und irgendwas mit Knutschen verboten. Ach, Knutschverbot. Mit der Liebe hier. Ja, ja, mit eurem, genau. Knutschen verboten. Sehr gut. Ich gebe niemandem die Hand. Jetzt haben wir schon 2 Songs. Ja. Okay, gut, ich bin beruhigt, danke. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also es wird immer noch funktionieren, wir haben das gleich gerade probiert. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, auf dem Weg hierher. Ja. Magie ist noch da. Ja. Die Magie. Glaub, meine Hand gehört mir. Meine Hand gehört mir, das klingt echt gut. Das ist gut, ja, das ist gut. Ja. Sollen wir noch einen Song singen? Ja, bitte. Bitte. Antikörpers mit dem Song Meine Hand gehört mir. Ja, das ist gut. Oh, mein Antihand. Wow. Sophisticated. Okay. 3 Songs. Die Antihand? Ich dachte, es ist gerade, weißt du, wo man im Facebook, also diejenigen, die Facebook-Nutzer haben das gemerkt, wo man immer die Erinnerungen bekommt und man stellt plötzlich fest, an diesem Tag vor einem Jahr habe ich genau zum Beispiel in Panda meinen ersten Set für leeren Raum gemacht. Da hatten wir den ersten Song. Genau, und vor einem Jahr haben wir unseren ersten Song gemacht und dachten tatsächlich damals, okay, es ist bald alles vorbei. Ja. Jetzt ein Jahr später, wir singen die Songs wie, also wir hatten diese Songs wie Alles ist zu und es ist immer noch alles zu. Das ist genau. Krass, ja. Also ein tagesaktueller Song, Alles ist zu. Vor einem Jahr geschrieben. Ja. Immer noch aktuell. Vielen Dank. Wir haben viel Geld dafür bezahlt. Das ist ein Evergreen. Das ist unsere neue Werbekampagne, neue Strategie. Man macht tatsächlich, passt die Welt an unseren Songs an. Alles wie früher. Leicht gestörte Menschen, alle symptomfrei, üben auf dem Sofa, Tanz in den Mai. Roberts Köche kochen dicken Brei. Alles ist zu, aus und vorbei. Seit rund 4 Wochen sind wir schon im Krieg. Die ganze Welt und die Bundesrepublik. Roberts Köche salzen uns den Brei. Alles ist zu, aus und vorbei. Alles ist zu, aus und vorbei, außer Apotheke und der Polizei. Ich bin zu Hause richtig angekommen, hab in 3 Wochen 5 Kilo zugenommen. 6. Gefangen aber immer noch nicht tot. Ich habe Husten, Schnupfen, Atemnot. Alles ist zu, aus und vorbei, außer Kaufhalle und der Fleischerei. Bye, 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 bye
ganze Land wird riesige Gruppe sein. So viele Bürschen ist Weißt du, der Vorteil, dass wir nur mit Gitarre spielen, wir können das war nicht ganz, also, das war davor, also nochmal das ganze Land. Und dann das ganze Würstchen, Bierchen, Brot und Wein. Das habt ihr vergessen. Eins, zwei, drei. Ihr habt gar nicht vergessen. Auch jetzt. Was heißt vergessen? Rewind. Ausgelassen. Rewind. Eins, zwei, drei, vier. Das ganze Land wird Risikogruppe sein. Bei so vielen Würstchen, Bierchen, Brot und Wein. Ich habe satt die ganze Fresserei. Die fallen bald zurück in Barbarei. Alles ist zu, aus und vorbei. Außer Sparkassen und der Polizei. Der Hammer. Ich gehe nie wieder in die Kirche. Sehr schön. Das ist auch der Song vom neuen Album. Ja. Wir gehen nicht in die Kirche. Macht ihr am 30. irgendwas? Habt ihr was geplant zum Erscheinen? Ach so, April. Zum... gute Frage. Nein, haben wir gar nicht. Virtuelles, so irgendwas. Kurzes, ja, so ein Online-Ding, das müssen wir vielleicht machen. Ja. Jeder aus seinem... Voll unromantisch. Ja, wir haben überhaupt nichts geplant, du merkst. Okay. Wir sind so ein bisschen so... Na, aber wir sind deine spontane Gruppe. Ja? Wir machen das spontan. Sehr spontan und da kommt was Gutes bei raus. Also genau. Lass das so. Wir machen einen spontanen, separaten Videodreh. Im Tradition. In the old Stimmt. tradition. Auf dem, ich möchte auch besonderen Dank aussprechen dafür, dass ihr uns geholfen habt, diesen wunderbaren Cover zu machen. Ja. Wir haben nach einem passenden Foto gesucht und wir haben nach alten Bands so durchgestobert, so 70er Jahre. Ja. Genau. Weil Juri jetzt gerade voll auf 70er abfährt. Eher 60er, ja. Und die zwei, zwei Bilder, die uns besonders beeindruckt haben, das waren die... Papas und Mamas. Mamas und Papas. Frauen werden als erstes genannt. Du hast recht, ja. Entschuldigung. Und Ramones. Ramones, ja genau. Keine Frauen bei der Band. Die einen lagen in der Badewanne und die anderen standen in so Lederjacken an einer Wand angelehnt, so einer Backsteinwand. Okay. Und wir dachten, wie können wir... diese beiden Bilder zusammensetzen, so eine Backsteinbadewanne. Aber wir hatten das nicht. War schwer zu finden. Ja, genau. Du hast uns eine gegeben, vielen Dank. Ja, und Barbara ja, hat die so wunderbaren lustig. Fotos gemacht. Ja. Genau, wir sind in der CD drei oder vier Mal zu sehen. The Man Behind the Camera. Ja. Das ist eigentlich ganz toll auf das eine. Die gibt's noch. Also die haben wir immer noch nicht in der Hand, aber in den nächsten Wochen sind die kommen auch noch, ist ja noch ein Monat. Ja, genau. Also finde ich ein Bild dabei gehabt. Ist gesunder Vorlauf. Ja, wir haben Juri, das Bild Zeit. Kannst du wesen mal zeigen. Ja, oder ich weiß nicht. Ich zeige es gerne. Aber dann hatten wir nach Mama, langen Diskussionen beschlossen, Wladimirs Mama, fürs Album, was bleibt zu Hause, Mama heißt, eigentlich auch aufs Cover. Es war gar keine Diskussion, es war irgendwie sofort klar, die Mama. Inzwischen wurde Mama zweimal geimpft mit Pfizer, alles gut. Jetzt will sie nach Moskau fliegen. Gut vertragen. Wirklich? Ja, klar. Natürlich. Aber es ist alles gut gelaufen, sie hat sich nochmal mit Sputnik impfen lassen. Sehr schön. Super. Sehr schön. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank, dass ihr da wart. Freut mich, dass ihr die ersten Gäste waren und dann so nette. Es kann gar nicht besser werden. Schön. Vielen, vielen Dank. Wir danken für diese Gelegenheit. Wir wünschen uns gegenseitig viel Glück und viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Super. Jetzt gehen wir nacheinander durch diese Tür. Ja. Es müssen wir klingeln. Hey.